Es sind wirklich maximal brisante und dreiste Äußerungen, die hier der polnische Außenminister aktuell zu Nord Stream trifft. Und noch viel schlimmer ist, dass natürlich aus der deutschen Politik weder von Annalena Baerbock noch von Kanzler Scholz in irgendeiner Art und Weise mal eine Aufklärung oder Konsequenzen hier eingefordert werden. Die deutsche Politik vertritt keine deutschen Interessen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich liebe es ja immer, bei so aktuellen politischen Entwicklungen rauszuzoomen und umzukehren. Das bedeutet, ich stelle mir ganz häufig vor, wenn jetzt irgendein Anschlag irgendwo passiert ist oder irgendein Politiker hat etwas gesagt, dann drehe ich das immer sofort um und überlege auch, was wäre jetzt in der Presse, um zu gucken, ob das neutral und so abläuft, ja? Was wäre passiert, wenn das jetzt ein Politiker der anderen Partei gewesen wäre oder so, ja? Oder beispielsweise bei Nord Stream, ja? Ich meine, ich fasse mal ganz kurz zusammen für all jene, die vielleicht ebenso wie viele Politiker jetzt sagen, ach, ist eigentlich ja nicht so wichtig, wer das war, ne? Wichtig ist nur, dass wir jetzt zusammenhalten und so weiter und so fort. Und ich meine, na klar, also es war natürlich ein bisschen blöd. Es war natürlich auch ein Anschlag auf die deutsche Infrastruktur, weil Nord Stream AG und die Beteiligten, da kann man sich ja selber mal einlesen, welche Firmen dort unter anderem mit dabei waren. Und ja, es waren auch viele Deutsche mit dabei. Und vor allem sind auch ganz viele deutsche Leute aus der Bevölkerung dabei, die gerne wieder günstige Energie haben würden, ja? Aber all jene Millionen Bürger in Deutschland haben irgendwie keinen wirklichen Anwalt, der sie in diesem Fall vertritt nach außen hin, oder? Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass es irgendjemand gibt, der bei dieser Nord Stream-Sprengung jetzt noch aktiv Interesse daran zeigt, das aufzuklären? Geschweige denn auch von den Schuldigen dann nicht nur eine heftige, vor versammelter Mannschaft abgesprochene Entschuldigung zu bekommen, sondern auch natürlich noch Reparationszahlungen und zwar in Milliardenhöhe, weil so viel kostet das aktuell den deutschen Bürger daran. Nee, ich habe nicht so wirklich den Eindruck, dass es daran noch irgendwie aktuell ein Aufklärungsinteresse gibt. Und das ist schon, finde ich, wirklich frappierend. Ja. Und jetzt sehe ich hier den neuen polnischen Außenminister Radosław Sikorski. Ich habe ja schon neulich ein Video gemacht über seine Äußerungen bezüglich der NATO und der Ukraine und so. Und ja, also Baerbock und Scholz waren ja auch ganz begeistert darüber, dass wir jetzt in Polen endlich wieder eine proeuropäische Regierung haben, mit der man super zusammenarbeiten kann. Und so betont auch der Minister hier Sikorski bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland im Januar diesen Jahres, man müsse jetzt die demokratischen Deutschen und Verbündeten Polens einfach einen wichtigen Schritt tun, nämlich man müsste partnerschaftlich die deutsch-polnischen Beziehungen aufleben lassen und die Differenzen muss man konstruktiv angehen und insbesondere auf konfrontative Rhetorik verzichten. Ja, lieber Herr polnischer Außenminister, das finde ich äußerst gut. Ich finde es auch äußerst gut, politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Polen aufrechtzuerhalten, wie ich es übrigens selbst auch privat als Unternehmer und auch als Investor tue. Ja. Aber wie kommen Sie dann, auch was Konfrontation und so weiter angeht, dazu, sich bei den USA zu bedanken für die Sprengung der Nord Stream Pipeline? Finden Sie das okay für Ihren Handelspartner? Und ich finde das nämlich nicht so wirklich okay. Und ich hatte ja gerade gesagt am Anfang, ja, dass ich gerne Dinge umdrehe und sozusagen rauszoome. Ich stelle mir vor, welches Land der Welt würde sich das eigentlich gefallen lassen, außer Deutschland? Und wisst ihr was, da fallen mir nicht sehr viele ein. Also weder irgendwie die Amerikaner, die erst recht, ich stelle dir mal vor, in Amerika würde irgendwo eine Pipeline gesprengt von irgendeinem anderen Land, was dann los wäre, da wäre aber richtig Rambazamba. Ne? Aber auch in Europa habe ich irgendwie das Gefühl, wenn da in Frankreich oder irgendwo in einem anderen Land, ich meine, das war ja nicht in Deutschland die Nord Stream Pipeline, aber es waren halt eben die meisten Deutschen neben dem russischen Unternehmen halt eben beteiligt dran, dass dann eben auch ordentlich Rambazamba wäre, insbesondere dann, wenn in den Ländern die Politiker merken, oh weia, jetzt haben wir ein gewaltiges Problem. Gut, in den anderen Ländern hätten die nicht solche gewaltigen Probleme, weil in den anderen Ländern hätten wir keine Politiker gehabt, die dann gleichzeitig die Kernkraft ausknipsen.
Ja, weil die Kernkraft ja angeblich die ganzen Stromleitungen verstopft, wie Katrin Göring-Eckardt gesagt hat, ja. Aber ich schweife ab. Nein, ich glaube, es würde sich eigentlich kein anderes Land so gefallen lassen in der Art und Weise. Ne? Und deswegen würde ich es mir auch als Außenminister und als Kanzler erst recht nicht gefallen lassen, wenn der Außenminister Polens solche Äußerungen hier direkt nach dem Anschlag tätigt. Und jetzt gibt es ein neues Interview, ja, hier in einer polnischen Zeitung. Da wird er eben gefragt, ob er jetzt weiß, wer denn Nord Stream gesprengt hat, und er sagt, naja, wenn Sie der Presse glauben, wurde es von jemand gemacht, der ein begründetes Interesse daran hätte. Ne? Also, damit meint er natürlich entweder USA oder Ukraine beispielsweise. Ne? Und die amerikanische Seite wusste davon im Voraus und hat es nicht verhindert. Es scheint also, dass es etwas gab, wofür ich dankbar sein konnte. Also, der Außenminister Polens ist immer noch sehr dankbar dafür, dass Nord Stream eben nicht mehr existiert, und nimmt auch dann dadurch geflissentlich einfach in Kauf, dass seine deutschen Nachbarn eben teure Energie zu zahlen haben. Und jetzt mal weg von Polen und dem polnischen Außenminister und den proeuropäischen Beziehungen und so weiter. Also ich finde das nicht wirklich proeuropäisch, wenn man sowas nicht verurteilt oder wenn man sich sogar noch bedankt dafür. Aber gut, wer bin ich schon, das zu beurteilen? Egal, wer der Außenminister ist, was mich viel mehr ankotzt, ist unsere Politik, die nicht das geringste Interesse noch daran hat, diesen Fall aufzuklären. Das können Sie mir auch nicht weismachen. Nicht einen einzigen Euro deutsche Interessen setzt Scholz oder Baerbock hier in irgendeiner Art und Weise noch um. Faseln da was von Wertepolitik? Was sind denn das für Werte? Eure Werte sind also, dass die Infrastruktur von deutschen Unternehmen angegriffen werden kann und dass es keine Konsequenzen gibt. Dieser ganze Fall wird irgendwann in die Geschichtsbücher eingehen, ja, als größter Betrug quasi an der deutschen Bevölkerung seit weiß was ich wann. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste an dieser ganzen Sache ist? Ne? Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ja, mich regt dieser Fall einfach immer mehr und mehr auf, je mehr ich drüber nachdenke, und ich werde auch definitiv mein Interesse daran nicht verlieren oder so. Aber weißt du, was mich am meisten aufregt? Nicht der Umstand, dass das mutmaßlich niemals aufgeklärt wird. Oder auch nicht der Umstand, dass es potenziell schon lange feststeht, wer es war, aber einfach nicht veröffentlicht wird. Am meisten regt mich die Vorstellung auf, dass es irgendwann rauskommt, dass irgendwann der rauchende Colt gefunden wird am Tatort und glasklar festzumachen ist, wer, also welcher Staat, welche Nation, weil da kann nur ein Staat hintergesteckt haben, ja. Wenn das alles rauskommt, dass dann immer noch keine Konsequenzen kommen würden. Das ist das, was mich am meisten aufregt. Stellt euch mal vor, es würde jetzt als kleines Gedankenspiel, ja, ganz wichtig, nur ein Gedankenspiel. Stellt euch mal vor, es kommt jetzt wirklich der unfassbare Beweis, weil auch wenn Joe Biden ja gesagt hat, we'll put an end to it und so, it's not gonna be another Nord Stream, und Scholz stand daneben so, statt zu sagen, pass mal auf, alter Herr, ich bestimme, was bei uns hier für Energie kommt und was nicht. Ne? Das kannst du uns ganz bestimmt nicht bestimmen. Aber dafür bräuchten wir halt eben einen Kanzler, der die Souveränität von Deutschland und die Interessen der deutschen Bevölkerung vertritt. Ja? Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, Pressekonferenz, es kommt raus, bam, die USA waren's. Es hätte doch trotzdem keine Konsequenzen. Oder glaubt ihr, jetzt auf einmal würde Scholz auf einem weißen Pferd ins Weiße Haus reiten, ja, und würde sagen, so, jetzt will ich mal hier im Interesse der Deutschen einklagen, dass wir jetzt mal, sorry, da muss ich einfach nur lachen, weil es komplett außerhalb dieser Welt ist. Es würde einfach nicht stattfinden. Man würde weiterhin sagen, ja, aber im Sinne unseres Zusammenhalts und hybride Kriegsführung von Putin, nein, können wir es uns jetzt einfach aktuell nicht erlauben, dass wir uns weiter spalten lassen, und deswegen, egal, nächstes Thema. Und das regt mich am allermeisten auf.